Hallo, ich freue mich, dass ich Thomas Bleil vom Mediencampus der Hochschule Darmstadt nochmal vor die Linse bekommen habe, weil er hat gerade eine Session angeboten zu dem neuen Studiengang, den Sie planen. Vielleicht kannst du kurz mal den Namen sagen. Ja, wir starten jetzt im Wintersemester mit dem Studiengang Online-Kommunikation. Das finde ich klingt total spannend. Was du eben in der Session unter anderem auch vorgestellt hast, ist, dass ihr das erste Semester komplett als Barcamp abhalten wollt. Kannst du ein bisschen erzählen, was so die Bedenken der Teilnehmer waren und vielleicht auch ganz kurz, wie ihr es adressieren möchtet? Ja, ich muss vielleicht an einer Stelle leicht korrigieren, es ist nicht komplett als Barcamp. Wir haben auch andere Lehrveranstaltungsformate, aber es ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Und zwar geht es da um Web Literacy, also erstmal so diese Grundlagen, sich professionell im Netz zu bewegen. Es geht ja um Online-Kommunikation, später soll es angewandt werden. Und es sind natürlich sehr viele Fragen, die wir uns da gestellt haben, wie das überhaupt funktionieren kann. Überfordert man Erstsemesterstudierende damit oder funktioniert das gerade gut, wenn sie unterschiedliche Voraussetzungen auch mitbringen? Die einen haben vielleicht schon einen YouTube-Kanal und eine Menge Erfahrung, die anderen vielleicht noch nicht so sehr. Natürlich gibt es dann auch so formale Regeln, wie ja, kann man solche Leistungen am Ende bewerten in irgendeiner Weise. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Lösungen dafür gefunden und ich hoffe, dass das eine sehr spannende und interessante Geschichte wird für die Studierenden und für uns ist es auf jeden Fall jetzt schon. Absolut, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe dir ja schon gesagt, ich wünschte, ihr hättet das schon vor 10 Jahren angeboten, dann wäre ich auch dabei. Da gab es noch keine Barcamps. Ja, da hätten wir sie schon früher erfinden müssen. Ja, genau. Vielen Dank dir, Thomas. Ja, danke dir, Nicole.